Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und hier kommt ein neues Video aus meiner Budget Bushcraft Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was vermutlich am meisten Aufmerksamkeit bekommt, wenn es ums Gear, wenn es ums Equipment geht. Und das sind Bushcraft Messer. Kaum ein Gegenstand bekommt so viel Aufmerksamkeit, wird aber auch so kontrovers diskutiert wie das Messer, was man zum Bushcraft mit in den Wald und mit auf seine Abenteuer nimmt. Man kann für diese Messer gut 200-300 Euro ausgeben, wenn man es custom made mag, vielleicht auch mehr. Damit habe ich mich allerdings schon immer ein bisschen schwer getan. Das Bushcraft, das Outdoor-Messer, ist für mich ein Gegenstand, der herhalten muss für alle Arbeiten. Der muss mit Holzspalten klarkommen, der muss hier mal was hebeln und da mal was bohren. Also man braucht da wirklich ein grundsolides Gerät, dem man einiges zutraut auf der einen Seite und wo man aber auf der anderen Seite auch sicher ist, dass es nicht so tragisch ist, sollte mal irgendwas passieren. Für mich ist es also jetzt mal so, wenn so ein Messer über 100 Euro, also sobald wir im dreistelligen Bereich sind, sage ich jetzt mal, da tut es mir dann langsam weh, wenn ich ein Bushcraft-Messer verlieren würde oder wenn es mir arge Beschädigungen mit nach Hause bringt. Natürlich kaufe ich vielleicht mal ein Messer, was mehr als 100 Euro kostet. Das ist dann aber eher ein Sammlerstück oder, naja, oder man nimmt es halt mal mit und man merkt aber schon, man will es nicht so hart rannehmen einfach. Man will es nicht so sorglos behandeln, wie jetzt zum Beispiel ein Mora Companion für ein 20 oder sowas. Ne? Das ist ja letzten Endes nun auch der Grund, warum dann doch viele zu diesen eigentlich Handwerkermessern greifen. Mora und Hultafors, die kommen so ein bisschen daher. Ich weiß es, in der Solartechnik hatten wir eigentlich immer die billigsten Hultafors Plastikgriffmesser in der Hand. Die Dinger sind voll tauglich, haben enorm robust. Man kann mit denen machen, was man will. Und wenn es nachher halt kaputt geht, dann investiert man diese 20 Euro halt und dann hat man wieder ein neues. Ja, aber irgendwo will man ja auch ein schönes Messer. Also das Bushcraft-Erlebnis, finde ich, wird schon nochmal aufgewertet dadurch, dass man ein Messer hat, was man richtig gerne hat. Und deswegen habe ich heute ein Messer, was für mich einfach mehrere Punkte auf einmal mit sich bringt, die ich enorm cool finde und was vor allen Dingen eben auch den richtigen Preis mit sich bringt. Und zwar möchte ich daher vorstellen von BPS Knives das BS1. BPS Knives ist eine Firma aus der Ukraine. Auch ein Grund, warum ich mir dieses Messer gern geholt habe und gern diese Firma supportet habe. Und man muss sagen, das ist wirklich ein roher Schatz für mich irgendwie. Das ist sehr urig gefertigt. Das hat hier und da Sachen, die nicht ganz fein abgeschliffen sind. Alles sieht ein bisschen urig aus. Schöne Lederscheide, robust und ein Holzgriff dazu. Das Messer gibt es dann in zwei Ausführungen. Einmal mit und einmal ohne diesen geilen Feuerstahl mit dem Walnussgriff eben. Das Messer könnt ihr aus der Ukraine bestellen, direkt. Das dauert dann ein bisschen, bis es ankommt. Oder ich glaube, Messer Co. hat das auch noch vorrätig. Und die haben die Version ohne Feuerstahl. Und ich habe aber gesehen, sie haben auch die Scheide mit Feuerstahl dabei. Das Messer selber muss man eigentlich fast als Klon bezeichnen, würde ich mal sagen. Das ist nämlich einfach mal ein Bushlore. Ne? Das sieht aus wie das Condor Bushlore oder eben das Woodlore, also ein paar legendäre Bushcraft-Messer mit einem Scandi-Schliff. Die Klingendicke ist relativ schmal, mit knapp unter 3 mm, ist aber trotzdem absolut robust. Ich habe damit Holz gespalten, also wirklich gar kein Problem für das Teil. Man merkt auch, die Verarbeitung hier ist sehr roh.
Und das gefällt mir aber auch irgendwo dran. Es ist eben ein Messer mit dem, was halt nicht so fein bis zum Ende und bis zur Perfektion durchgeschliffen ist. Deswegen hat es aber auch einen sehr scharfen Klingenrücken. Also keins meiner Bushcraft-Messer reißt den Feuerstahl so gut an wie hier dieses BPS-Knife. Und das sollte auch funktionieren schließlich. Haben wir hier ja den Feuerstahl auch schon mit dabei. Da wir natürlich nicht alles nur in den Himmel hochloben wollen, komme ich auch nun zu dem einen, was ich an dem Messer nicht so optimal finde. Ihr seht, es hat einen Dengler an diesem schönen Lederholster. Und der Metallbügel, der den Dengler mit der Scheide verbindet, der ist mir ehrlich gesagt zu dünn. Ich habe ihn bis jetzt so belassen, weil ich eben dieses Video drehen wollte. Aber es war mir klar, dass sobald jetzt das Video abgedreht ist, werde ich das umbauen. Das heißt, ich werde mir einen viereckigen Karabiner nehmen. Der ist erstens mal öffnbar. Das heißt, ich kann den Dengler quasi abnehmen. Dann und ich habe dann vor allen Dingen einen soliden Bügel, bei dem ich nicht Angst habe, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dass es mir vielleicht mal das Messer runterrupft. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Messer gerade im täglichen Einsatz und das ist jetzt auch schon den einen oder anderen Monat. Es ist nichts passiert und ich bin auch wild im Wald rumgerannt. Ich bin mit dem Hund raufen gewesen und solche Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass einem das Ding gleich auseinanderfällt. Mir war einfach nur das Metall an dieser Stelle zu dünn. Und deswegen werde ich, sobald ihr dieses Video seht, das schon etwas stabilisiert haben. Eben am besten, man besorgt sich dafür einfach einen quadratischen bzw. viereckigen Karabiner. Was ich jetzt hier nicht machen werde, sind große Messertests. Das Messer ist sackscharf, schneidet super. Ich habe mich schon damit geschnitten, ich habe Holz schon damit geschnitten. Das Tolle an dieser Klinge ist, ein Scandi bei knapp 3 mm Klingenrückenstärke bedeutet, wir haben eine relativ solide Klinge, wir können Holz spalten, aber wir haben auch eine Klinge, die einfach scharf ist, ein bisschen schmaler ist, mit der man auch gut kochen und draußen Essen zubereiten kann. Also bei diesen BPS-Knives, BS-1, handelt es sich auf jeden Fall um ein voll taugliches und super einsatzfähiges Full-Tang-Outdoor-Messer, an dem man garantiert einfach Freude haben wird. Dieser naturbelassene Walnussholzgriff fühlt sich super an. Man ölt ihn am besten selber auch noch ein bisschen ein. Er ist wirklich total roh und naturbelassen. Mir gefällt es irrsinnig gut. Also man hat wirklich so das Gefühl, das wäre so ein, ja, so ein handgemachtes Messer, was bei diesem Preis von zwischen 30 und 50 Euro fast unmöglich ist. Also für den Preis, wo ihr normalerweise ein echtes Billigmesser nehmen müsst, zwischen, was weiß ich, 35 bis 50 Euro, kriegt ihr hier einfach ein hammergeiles Teil, was richtig Spaß macht draußen. Es fühlt sich einfach super an, schon wenn man es benutzt und wenn man es in der Hand liegen hat, und deswegen hat man einfach Freude dran. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, denn nur ein cooles Messer zu haben, was gut schneidet, ist schön. Wenn ich das Messer aber dann nicht wirklich sympathisch finde und super gerne mag, dann ist es für mich dann halt auch nichts wert. Und das sind zum Beispiel, ich weiß, dass zum Beispiel Schnitzel Tri oder Esi 4 oder wie sie alle heißen, dass das gute Messer sind. Ich kann leider mit diesen Plastikgriffen Mikata G10 Schalen nicht so viel anfangen. Klar, mein Wolfgangs hat das auch und ich finde es ganz cool mal. Aber insgesamt, wenn ich Bushcraften gehe, habe ich einfach gern einen geilen Holzgriff in der Hand. Ich habe auch gerne Lederscheide, obwohl ich Kydex auch mag, kein Problem. Und insofern ist es einfach meine erste Wahl. Also ich habe weit bessere oder teurere Messer und habe dann trotzdem jetzt immer mein Ukraine-Messer, wie ich sage, dabei. Da ich nicht sicher weiß, wo es ist, also ich werde für das Video einen Link noch raussuchen, wo man dieses schöne Messer finden kann. Und dann werde ich den Link unten dran lassen. Werbung ist es keine. Ich habe es selber gekauft und bekomme auch nichts dafür, dass ich es bewerbe. Ich bin einfach bloß relativ begeistert von dem Teil und denke, dass auch der ein oder andere von euch sicher viel Freude an so einem Bushcraft-Messer haben wird, was erstens total schön
zum Arbeiten ist und so ein bisschen diese Lederholzwertigkeit mitbringt, wie ein teureres Messer, wo man aber trotzdem sagt, hey, wenn es mal verloren geht, wenn es mal kaputt geht, dann kann man sich vielleicht auch ein neues kaufen. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr Freude an meinem Video hattet oder dass es euch ein wertvoller Tipp vielleicht sein könnte. Und falls ihr bestimmte Gegenstandswünsche habt, was findet ihr, welchen Gegenstand, welches Equipment bei Bushcraft und Outdoor ist noch eins, was euch so ein bisschen auf dem Magen liegt, weil es einfach teuer ist und man es trotzdem gern hätte. Vielleicht findet man auch da eine Budget-Alternative dafür und wenn ich sie finde, dann stelle ich sie natürlich wieder vor. Ich wünsche euch viel Spaß an der frischen Luft, viel Spaß draußen, macht was aus dem Sommer und bis bald.